Ja, Servus, grüß dich und moin moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Ich hatte mehrere Nachfragen erhalten bezüglich dem Bitcoin. Da doch mal wieder ein Update reinzustellen. Klar, mache ich gerne. Sind ja auch schon wieder 4 Wochen rum. Die Zeit rennt. Und ja, Standortbestimmung. Wo stehen wir? Wo kommt der Bitcoin her? Wo wird er in den nächsten Wochen hinlaufen, beziehungsweise nächsten halben Jahr? Mit Chancen-Risikoverhältnisse. Ich stelle euch zwei Möglichkeiten vor. Eine davon ist meines Erachtens relevanter geworden. Müssen wir beobachten. Nichtsdestoweniger, für beide Alternativen bekommt ihr entsprechende Chancen-Risikoverhältnisse, wie ich das aktuell sehe. Was attraktiv ist, ist jetzt nichts für den typischen Daytrader, der da im Stunden- oder 5-Minuten-Chart unterwegs ist, sondern eher perspektivisch für diejenigen, die hier längerfristig vom Marktgeschehen profitieren wollen. Und da sind wir auch schon am Chart. Ihr seht hier Bitcoin auf US-Dollar. Jede Kerze, die ihr seht, ist eine Wochenkerze und die Börse ist Bitstamp. Ihr seht hier den Langfristchart vom Bitcoin und zwar mit dem Hoch im Dezember 2017, was einen ersten Impuls abgeschlossen hat. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Frage ist, Welle 3 oder eine Welle 1 hier zu Ende? Runterlauf A, B, C. Frage ist hier Welle 4 oder Welle 2 zu Ende. Was meines Erachtens unstrittig ist, diese Hochlaufphase bis Juni 19 ist eine Welle 1 und hier dieser Runterlauf ist eine Welle 2. Ja, oder zumindest als Welle 2 zu zählen, hier mit der Korrektur A, B, C. Und wir haben hier sehr schön den langfristigen Abwärtstrend, zumindest im Wochenchart. Mit dem Anlaufen hier im Juni, April, um dann erst im Juli, 20. Juliwoche auszubrechen. Ja, und das ist jetzt die strittige Frage, ist jetzt eine weitere Aufschlüsselung, ja, von dieser 1-2 über eine 1-2 über eine 1-2 und gegebenenfalls hier nochmal eine 1-2 in der Welle 3 oder kommen wir zu einer Alternative, die ich dann im Anschluss vorstelle. Doch vorab gucken wir doch einfach mal hier auf diese 200er Wochenlinie. Schauen wir uns die doch einmal an. Und was sagt das denn eigentlich? Wenn wir das mal zwischen Herrchen und Hund vergleichen, ist die 200er Wochenlinie das Herrchen, was dem Hund viel Raum gibt, überall hinzulaufen. Aber wenn es zu weit wegkommt, das Herrchen auch die Zügel oder beziehungsweise die Leine enger zieht. Und das seht ihr eigentlich hier in diesem einem Jahr, hat das der gebraucht, bis der Hund wieder beim Herrchen war, um sich dann hier ein bisschen Leckerli abzuholen. Danach war Herrchen zufrieden, sagt aber, lauf diesmal nicht so weit weg, sonst zerre ich an der Leine und hole dich zurück. Klassischerweise hier als Kerze Evening Star Doji zu sehen. Mehr dazu im Candlestick-Kurs, kauft euch das Buch. Lest euch da ein bisschen ein in der Kerzenkunde. Und dann, Herrchen hat gesagt, zu bist du weit weg, komm zurück. Ja, A, B, C, hier Welle 2 beendet. Hier seht ihr wieder die 200er Wochenlinie. Ja, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen, war er kurz traurig, dass Herrchen so doll an der Leine gerissen hat, um dann wieder Vollgas loszulaufen. Und dieses Vollgas fehlt mir hier eigentlich in diesem Bereich. Also springen wir rüber. Klassischerweise, wenn hier diese Aufschlüsselung wieder stattgefunden hat, ja, 1, 2, dann müsste jetzt eigentlich von der hochlaufenden Welle 3 wieder eine Aufschlüsselung stattgefunden haben. Ja, als 1, 2, hier die 3 ist noch nicht zu Ende, sollte dann so in den Bereich 12.000 laufen. Dann eine kurze Korrekturphase und dann weiterer Hochlauf Richtung 12.900 US-Dollar. Aber, und das ist dieses Aber, warum ich mit der anderen Alternative, die ich letztes Mal auch vorgestellt hatte, zumindest die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens
deutlich zunimmt, ist, dass hier halt keine Dynamik aufkommt. Also wenn hier eine 3 läuft, eine 3 der 1 dieser Welle 3, ja, dann will ich sowas sehen. Ja, dann will ich hier wenigstens mal 30% Sprung nach oben. Hier waren es 3.000 Dollar. Ja, sowas will ich hier auch sehen und das kommt einfach nicht. Ja, die Marktteilnehmer liefern nicht ab. Das lässt mich entsprechend kritisch werden zu dieser Mehrfachaufschlüsselung 1-2-1-2-1-2er Kombi. Und mein neuer Favorit oder halt auch mein alter Favorit ist, dass wir hier im Hochlauf erst die Welle 1 zu Ende gemacht haben. Aktuell würde hier A, B, C korrektiv zu zählen sein als Welle W, dann Hochlauf A, B, hier würde eine C laufen, ja, mit 1, 2, 3, 4, 5, auch hier würde nochmal das Hochlauf fehlen auf 12.000 oder in den Bereich von 12.000, ne, plus, minus, hineinlaufen, um dann einen nochmaligen Abverkauf zu starten. Ja, sollte hier bei 11.952 drehen, der Kurs, wäre ein Zielbereich von 9.327 und im Maximum 7.700 US-Dollar drin. Ja, aufgrund der Nachfragen, die ich jetzt in den letzten Tagen erhalten habe, suchen ja viele gerade Orientierung. Wo sind wir? Wo befinden wir uns? Deswegen mit der 200er-Wochenlinie das Beispiel. Langfristig ist ein Bitcoin nach oben nach wie vor alles gegeben. Kurzfristig kann es aber tatsächlich nochmal zu einem Abverkauf kommen. Ja, als Langfristinvestor nutzt du das dann halt entsprechend hier wieder reinzukommen in den Markt oder halt Positionen, die du schon hast, hast vielleicht schon Bitcoin, hier nochmal aufzustocken und zu sagen, okay, ich kaufe nochmal dazu. Ne? Je nachdem, wie hoch dein Anteil im Portfolio sein soll, ob das nun 1, 2, 3 oder 4% sind, das ist ja dann deine Entscheidung. Dann kaufst du hier entsprechend nach. Nichtsdestoweniger, was ist, wenn hier ein Ausbruch kommt? Ne? Also ihr seht ja so ganz leicht rot gepunktete Linie, habe ich mir einen Wecker dran gesetzt. Wenn er hier drüber geht, dann wäre die andere Alternative, die ich euch eben vorgeschlagen habe, wieder von erhöhter Wahrscheinlichkeit. Aber da muss der Markt auch hier erstmal liefern, hier drüber zu laufen. Hätten wir aber auch ein schönes Chancen-Risiko-Verhältnis, und zwar Minimumziel wären dann bereits 20.980, wobei ich jetzt anmerken muss, ich habe hier die Retracement so angesetzt, dass wir nochmal einen Rücklauf aufs 61.8er bekämen. Wäre aber mit einem neuen Hoch ausgeschlossen, dass wir noch mehr runterlaufen, dann wäre quasi hier ja bereits die Welle 2 zu Ende, also hier diese Welle 2. Und dann hätte man nicht mehr ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3,29 zu 1, sondern dann hätten wir sogar ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 4,31 zu 1. Nicht? Also deutlich, deutlich, deutlich besser. Genau. Also, aber diese Variante wird erst wieder schlagend, wenn wir ein höheres Hoch zum August 2020 haben. Ansonsten rechne ich nach wie vor nochmal, dass wir hier im Bereich 12.000 nochmal mit einem Rücksetzer zu rechnen haben. Genau. Ja, aber dann habt ihr zumindest mal so meine grobe Orientierung. Na, nee, ich will auch das hier nochmal zurücksetzen. Das ist halt manchmal das Schwierige. Dann erreichst du alle anderen Dinger. So, das dorthin. Jetzt habe ich aber hier die Kurse versetzt. So, haben wir es wieder. Genau, ansonsten rechne ich hier mit dem Rücklauf. Dann wäre hier unten natürlich wieder ein spannender Einstiegszeitpunkt. Und hier müsste man halt gucken, wie sich da eine Bodenbildungsphase ergibt. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf diesen langfristigen Abwärtstrend als Retest drauf. Ja, das wäre natürlich dann nochmal eine Erweiterung auf das 1,618-fache. Ja, wäre auch möglich und sogar noch spannender. Na, aber hier müssten wir dann
aus Risikogesichtspunkten, dann natürlich hier unten unseren Stop-Loss suchen, ne, auf diesem Tief, weil auch wenn die Wahrscheinlichkeit mit uns ist, haben wir natürlich auch immer Gegenwahrscheinlichkeiten, die müssen wir berücksichtigen. Aber auch hier, ja, jetzt bis hier in dem Hochlauf, wo wir Minimum hinlaufen würden, hätten wir immer noch ein Chancen-Risiko-Verhältnis auch von 3,73 zu 1. Immer noch sehr, sehr, sehr gut, wenn hier dieser Rücklauf kommen sollte. Ja, gut, ich hoffe, da war jetzt wieder für jeden was dabei. Klar, wer im Stundenbereich oder im 4-Stunden-Bereich aktiv ist, für den war es wahrscheinlich jetzt uninteressant. Aber die meisten wollen ja langfristig profitieren. Und in so einer Phase, wenn man nicht genau weiß, ist das die 1 hier schon zu Ende, splittet sie sich auf, 1-2, 1-2er Kombi. Was spricht denn dagegen, da einen Ratensparer einzurichten? Ja, so eine Phase dauert. Ja, die ist ja nicht von heute auf morgen zu Ende. Dann kauf doch lieber sukzessive alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, je nachdem, wie viel Kapital du hast. Kauf doch jede, ja, in deinem gewissen Rhythmus hier was zu. Ja, dann hast du einen vernünftigen Durchschnittskurs. Ja, hier hast du vielleicht teuer gekauft. Kommst du nochmal zurück, kaufst halt hier entsprechend mehr Anteile nach. Ist ja alles möglich. Aber du bist zumindest positioniert, wenn du sagst, jo, mir reicht, wenn ich dann später diese Aufwärtsbewegung mitnehme, weil dann habe ich mein Kapital sowieso wieder verdreifacht oder vervierfacht und habe nicht den Stress, jeden Tag auf die Kurse zu gucken. Also macht euch das nicht. Es sei denn, ihr seid, dann macht das hauptberuflich und sitzt wirklich jeden Tag davor und habt die Zeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Von daher Daumen hoch. Unten drunter könnt ihr gerne eure Kommentare hinterlassen. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, natürlich macht die Glocke an. Ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bleibt gesund. Lasst euch nicht verunsichern von dem, was die Medien und die Politik euch hier ständig aufs Auge drücken. Nicht alles von dem ist meines Erachtens korrekt. Also, fallt nicht ins Negative, bleibt positiv. Von daher, ich melde mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.